Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde. Minecraft, viel zu bisschen finden. Lass das einfach sein. Lass mir einfach das überhaupt sein, das ist irgendwie gerade total bescheuert. So, in der letzten Folge haben wir angefangen, die Neutronenkompressoren, oder Neutronenkompressoren oder Neutronenkollektor? Neutroniumkompressoren, genau, zu bauen. Jetzt haben wir hier 812 Ingots. So. Was ich aber nicht erzählt habe, in der Zwischenzeit ist eine Woche vergangen. Und dementsprechend sieht das auch schon mal etwas mehr aus. So. Wir brauchen jetzt noch ein paar Large Plates. Mal gucken, vielleicht reicht das da jetzt mit etwas Glück schon aus. Ich verarbeite einfach jetzt gerade alles zu Large Plates. Weil die Blöcke gehen sogar relativ schnell. Die Large Plates sind das extrem teure, das habe ich schon gemerkt. So, gerade eben habe ich South Park The Fractured Butthole zu Ende aufgenommen. Haben wir noch Neutronium? Ja, eine können wir noch machen. Und ich muss sagen, so ein dummes Dünnstes habe ich echt noch nicht erlebt. Aber das ist wieder typisch. Ich werde den ganzen Tag nicht angeschrieben. Ich fange an aufzunehmen. Zack. Erste Nachricht. So, Browser ist stumm. Oh Gott, jetzt habe ich gerade extreme Scheiße gebaut. So, machen wir mal so. 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 So, das wird nämlich nicht reichen, das sehe ich schon. So, alles klar. Wir können dann jetzt schon mal hier die ersten Neutronium-Kompressoren rausnehmen. Zack, 16 Stück. Das heißt, wir brauchen hier noch ein paar Large Plates. Aber wir können dann auch schon mal anfangen mit den Neutronen, mit den Singularities. Wie ich mir das überlegt habe. Wir bauen uns eine Ender Chest. Eine Ender Chest, dafür brauchen wir noch eine Chest. So. Welche Farbe ist das hier? Weiß, weiß, rot. Okay. Wo haben wir da? Da haben wir Red Dye. Sehr schön, da haben wir jetzt die Nether Stars. Dann gehen wir einmal hier zur, ich würde mal sagen, zur Avaritia-Ecke. Packen das hier hin. Machen dann einmal so. Sehr schön. Ah, halt, den Rest können wir ja auch von hier machen. Wir brauchen unsere Energy Condenser Mark II. Machen wir so. Super. Die packen wir dann schon mal weg. Wir brauchen Item Conduits. Und wir brauchen einmal von denen. Und jetzt geht das große, große Verkabelspiel wieder los. Ups. Ich will auch gerade hier hin, aber danke. Packen wir das mal kurz beiseite. Stimmt, hatte ich ja noch drin gehabt, hatte ich ganz vergessen. So, jetzt auf jeden Fall geht das große Verkabelspiel weiter. So, einmal so. Sagen hier always active. Insert. Dann wieder insert. Insert.
Insert. Insert. Insert. Alles wird inserted. Alles wird reingeführt. Das kann jetzt einen kleinen Moment dauern, aber das ist kein Thema. So und so. Also, dann brauchen wir etwas Bestimmtes, wo ich mir ganz sicher bin, dass wir den nicht haben. Wie heißen die Teile nochmal? Machen wir so, ich weiß, dass sie das hier brauchen. Genau. Die Translocator, die waren es. So, wie viele können wir machen? Das sieht ja schon mal richtig scheiße aus. Ja. Die haben auch keinen MC-Wert. Haben die einen MC-Wert? Nein, aber die Comparator. Haben wir davon welche? 3 Stück, ja. Herzlichen Glückwunsch. 32 brauchen wir mindestens. Ja, dann... Ne, ich mache mir direkt 33. Das heißt, ich brauche noch ein bisschen Redstone. Das ist wie immer aus. Alles andere wäre ja auch langweilig. So, ich glaube, ich hatte auch noch ein bisschen Destabilized Redstone reingepatcht. Ich bin ganz ehrlich gesagt komplett raus gerade. Jo. Zack, zack. Sehr schön, das wird jetzt klein. Oh, das geht ja eigentlich schnell. Gut, das können wir dann mal hier reinklatschen. Dann gehen wir jetzt mal zum Infinity Catalyst. Catalyst. So. Wir machen das anders. Wir gehen zu Eternal Singularity. Die Eternal Singularity. Wir brauchen Eisen, Gold, Lapis, Redstone, Netherquartz, Kupfer, Tin, Lead, Silver, Nickel, Shiny, Mananfibus, Singular, Signalum, Lumium, Enderium, Emerald, Diamond, Charcoal, Yellorium, Cyanide, Plutonium, Titanium, Steel, Saphir, Rubin, Peridot, Invar, Energetic Alloy, Dark Steel, Solarium, Electrotine, Fluxed und Manulin. So, wenn wir jetzt mal gucken. An für sich, Enderium haben wir 106.000 Barren. Gar kein Thema. Enderium und dafür brauchen wir nur 43.000 Blöcke. Ja, das gibt, glaube ich, keinen. Wir machen das deswegen jetzt anders. Haben wir einen Enderium-Block? Haben wir nicht. Ne, wir machen das jetzt anders. Wir haben hier Block of Quartz. Fangen wir einfach richtig an. Block of Iron haben wir. Als nächstes kommt Gold und Lapis. Einen Goldblock haben wir hier. Lapis haben wir hier, das ist gar kein Thema. Redstone, Nether, Quarz und Kupfer. Redstone-Blöcke ist überhaupt kein Thema. Redstone, Nether, Quarz. Kupfer. Zinn. Lead und Silber. Das sieht gerade schlecht aus mit den beiden. Ja, das sieht sogar sehr, sehr schlecht aus, glaube ich. Dann machen wir einmal hier 9. Und hier 9. Damit haben wir schon mal 7, 8, 9. Nickel und Shiny.
Nickel. Okay, Ferrous. Ferrous-Blöcke haben wir. Mana Infused. Ich glaube, die kann man einfach so, oder? Nein. Sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Vier Stück noch. Haben wir noch Signalum, Lumium, Enderium und Emerald. Emerald schiebe ich sogar erstmal hinten dran. Signalum. Lumium haben wir hier. Enderium. Und dann machen wir noch die Dia. Dia-Blöcke haben wir. Enderium war das noch. Na. So. Von denen müssen wir jetzt noch Blöcke machen. Dafür gehen wir jetzt erstmal rüber. Nicht zur Schmelze. Weil das Gute ist mit diesen Neutronium-Kompressoren. Wir können einfach so machen. Was auch schon tausendmal angenehmer ist. Sehr schön. Dann sagen wir, du machst Block of Iron. Du machst Goldblöcke. Du machst Lapis. Du machst Redstone. Du machst Quarz. Du machst Kupfer. Was hat denn jetzt? Hier hat doch irgendeiner einen EMC-Wert, oder? Das ist ein Witz. Copper. Hab's schon gesehen. Copper Block. Hä? Die hatten doch... Irgendwie ist da ein Fehler, glaube ich. Machen wir mal gerade generell Copper. Und schauen uns mal die ganzen Blöcke an. Weil irgendwie gefällt mir das gerade nicht. Okay. Ey, das ist jetzt ein Witz. Zum Glück habe ich dann noch einen Browser offen. PO2 Copper Singularity. Genau wegen sowas lasse ich mal den Browser offen. Okay. Kupfer schieben wir erstmal hinten an. Ich will jetzt euch nicht so lange ganz langweilen. Irgendwas, so, hier Sin, Lead, Silver. Irgendwie gibt es da bestimmt auch noch eine Lösung. Okay, Shiny braucht schon mehr.
Magnadum, Lumium, Enderium und die Dia. So. Oh Scheiße. Das ist jetzt. Also, so wie ich das ja gerade eben gelesen habe, haben die Körperblöcke keinen MC-Wert. Dann müssen. Machen wir das jetzt ein bisschen anders. So, 14 haben wir hiervon. So, wir machen schon mal unser Redstone Red Alloy. Machen wir schon mal wieder 1000. Ist ja schnell gemacht. Komm schon. So. 28 Stück. Super. Damit kommen wir schon mal weiter. Ja, Network Cost and Power. Das ist mir schon aufgefallen. Auch wenn der Tester sagt, da dran ist, wenn wir genug Power da drüben haben, der kommt teilweise nicht hinterher. Also irgendwie ist das ein bisschen komisch. So, wir machen dann einmal hier Strick 42. Wir klatschen hier Glowstone dran und wenn wir dann einfach mal so machen, wird das Eisen rausgezogen, jeweils ein Stack. Oder war das? Nee, das war so schon richtig. Deswegen würde ich nämlich hier diese Item Translocator benutzen. Wir machen jetzt einfach mal so viele hier dran, wie es geht. Aber ich glaube, wir kommen bis zum Ende durch und wenn nicht, ist auch kein Thema. Ne, wir brauchen noch ein bisschen. Hier die beiden müssen noch ab. So, einmal überall die Glowstone dran gepackt. Und dann einmal zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Zack. Zack, zack, zack und zack. So, haben wir schon die erste Singularity fertig? Jawohl, eine Iron Singularity haben wir. Sehr schön. Okay. Entschuldigung. Ah, okay. Ich habe jetzt hier einen Post vom Modpack-Macher, vom The Caspador Sniper. The Caspador Sniper, meine Güte, ich kann auch gar nicht mehr richtig lesen. Der besagt, dass das ein Bug ist. Da habe ich gerade eben was gelesen. Das werde ich später machen, werde ich auch, je nachdem noch Trivolo und den anderen Deppen da mal informieren. Aber sehr schön, wir bekommen die ersten Singularities. Was? Okay, das ist eindeutig zu langsam. Machen wir das mal so. Das ist mir gerade ein bisschen zu gefährlich. Wo habe ich meine Wrench? Wrench? Da, jeder Wrench.
Wieso werde ich jetzt... Ich hab doch... Hä? Oh, ich hatte zweimal den Browser offen. Wieso hatte ich zweimal den Browser offen? Gut gemacht, Kevin. Hat's richtig gut gemacht. So. Das kommt rein, das kommt rein, das kommt rein. Dann... Hoffen wir, dass das reichen wird. Würdet eh nicht. Ja, da machen wir mal ganz schnell ein paar Speed-Upgrades. Wie machen wir jetzt am besten Speed-Upgrades? Das ist richtig, richtig einfach. Ich bin gerade faul und mache einfach nur hier... Frage ist jetzt einfach mal nicht. Okay. Das ist, wird jetzt einfach so hingenommen. Zack. Das reicht dann auch schon. So. Wir machen einfach unseren Tag voll auf, wenn es nicht nötig ist. Die restlichen können wir dann einfach ins ME packen. Flop, 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 flop. So, und damit sollte das jetzt gleich dann auch wieder laufen. Jetzt habe ich nur eine Befürchtung, dass uns die Nizzlestars gleich ausgehen werden. Jawohl, das wird jetzt schon wieder aufgefüllt. Schaut euch das mal an. Deswegen, nächstes Problem, die Nether-Stars werden uns ausgehen. Werde ich ein Feld machen, nur für Nether-Stars mit 4 Harvestern. Und unser nächstes Ziel, der Imaginary Time Block. Der war ja schon in einem vorherigen Projekt ziemlich OP und ich glaube, das brauchen wir jetzt. Also guck mal, was haben wir? Das ist schon mal super scheiße. Compressed Gaia. Haben wir. Wie viele Geier haben wir eigentlich? Ach so. Wir können auch noch welche machen, ja gut. Liquid Sunshine können wir später einschieben. Advanced Circuit, das können, ist kein Thema. Mystic Quartz, Titanium, Nether Quartz. Oh, da habe ich ja noch. Titanium. Und dann war das noch... Papier, Block auf Quarz und Sand. So, und ein Paper. Gut. Klatsche ich dann schon mal gerade hier rein. Zack, zack. Okay, machen wir hier einfach gerade weiter. Growth Pulser. Dieses Imperio Ingots. Brauchen wir 16 Stück. Start. Können wir mal ganz kurz zuschauen. Wow, das war's schon. Alles klar. Mengeloi. Brauchen wir dann auch 16 Stück. Der Unterschied ist, das werde ich mir gerade rausnehmen. Und wir brauchen diese Energized Crystal. Da brauchen wir PSCLX 500 Logical Expansion Cards. Wir machen einfach mal ganz kurz weiter. Was brauchen wir noch? Ich würde sagen, von denen machen wir einfach dann gleich mal eine kleine Ladung. Ja, machen wir. Wir müssen das Ressort-Edition noch einmal machen. PR. Vier Stück. Sehr schön.
Und ich muss mal eine Reihe mit den Item Fabricatoren vorbestellen. Vorbestellen, das schon vorbereiten. So. Dann sollten wir jetzt den gleich haben. Qubit Cluster Level 5, ja gut. Das machen wir auf jeden Fall mit EMC. Ja, die Nether-Stars werden auf jeden Fall ausgehen. Scheiße. Gut. Das kann rein. Das ist jetzt noch ein Ender Crystal und zwei Mystic Quartz, okay. Eins, zwei. Titanium. Zwei Enderperlen. Nee, eine und ein Redstone. Machen wir die schon mal. Alter, dieses Pack wird langsam echt nervig. Aber wir haben es bald schon mal sehr, 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 sehr einfacher. Wenn wir diesen Wand of Animation haben, da können wir so viel einfach schon mal vereinfachen. Wir werden dann eine richtig gute EMC-Farm haben. Awakened Draconium, Compressed Gaia ist gar kein Thema mehr. Infinity-Blöcke. Neutronium-Blöcke. Ich bin echt nur noch froh, wenn wir das fertig haben. Weil wir sind jetzt in so einer Phase angekommen, das Pack wird nicht einfacher, es wird immer schwerer. So, jetzt hätte ich fast einen Fehler gemacht. Zack, zack, zack. Siehst du, so kannst du auch schon wieder die recyceln. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So. Mach mal weg. Okay, wir brauchen 1, 2, 3, 4. Gut. Liquid Sunshine können wir gleich machen. Fangen wir an mit dem Qubit Cluster Level 1. Was haben wir davon? Gut. Wir brauchen noch einen Ender Crystal oder Moment, dann machen wir es ganz einfach. Qubit Cluster Level 1. Die Iron Casings, das ist ja gar kein Thema. Alter. Ich mache mir mal gerade ganz kurz einen Drawer noch voll, damit ich noch was habe. Weil das ist ein bisschen scheiße, wenn ich jetzt nicht wenigstens sicher und ich schon gleich keine Nether Stars mehr habe. Sehr schön. Ich habe einen Drawer voll. 2048 als Backup. Alles klar. So. Vier Stück haben wir, gut. Kommen wir jetzt dazu. PRC 300er. Wie viel kriegen wir raus? Wir können einfach mal gerade 8 craften lassen, das ist ja kein Thema für uns. Und wir brauchen ja dann auch nur zwei Enderfragmente. Na, mach einfach. Hauptsache, wir haben Redstone. Zack, zack.
Alles klar. Bis hierhin ist es ein weiter Weg. Würde uns aber weiterhelfen. Denn wir werden ein Feld für Netherstarseeds machen. Awakened Draconium haben wir ja. Wir können sogar noch welches machen. Ich fahre nochmal ein paar Drachenherzen farmen. Dementsprechend waren auch die Monster ein bisschen aggro auf mich. Ja, ist gut. Habe ich eigentlich gerade Level? Wirklich gerade Level noch, oder? Genau, ich habe keine Level mehr. Stimmt, jetzt weiß ich auch wieder, was das war. mich hat ein Enderman one-shottet. Mit voller Zivilisierung. Heißt im Klartext müssen wir auch nochmal aufbessern, wie es auch immer. So, einmal. Zweimal. Und dann Cubit Crossbow Level 1. Dürfte ein Achievement geben oder auch nicht? Sehr schön. Dann brauchen wir Level 2er. Dafür brauchen wir Amplification Crystals und das sind von denen drei. Also PSC. 1, 2, 3. Das ist jetzt ein Witz, das sollte schnell gehen. Zack. Und ja. Sehr schön. Dann machen wir uns nochmal Zweier. Nehmen uns den ganzen Cubit-Cluster raus. So. Und wandeln alles wieder in Ems C um. Dann machen wir das gleiche mit denen hier. Zack. 48. Zack. Cubic Cluster Level 4. Zack. Und zu guter Letzt Cubit Cluster Level 5. Ich schalte aber gerade alles daneben. Cubit. Die kommen raus, die kommen raus, die kommen raus. Ich werde jetzt gerade alle mal in EMC umgewandelt. Drei Stück, sehr schön. Das heißt, wir haben gleich den Imaginary Time Block. So, jetzt brauchen wir nur noch diesen Liquid Sunshine. Vielleicht sollte ich noch mal auf den Timer achten. Gut, den Backen mache ich gleich fertig. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Na, tschüss.